Hallihallo, meine Lieben. Es ist Zeit, der Februar. Ist der Februar? Ja, es ist der Februar. Meine Güte, die Zeit verrennt. Der Februar ist vorbei. Und ihr wisst, was das bedeutet. Na, immer täglich grüßt das Murmeltier. Oder besser gesagt, monatlich grüßt das Murmeltier in unserem Falle. Es ist Zeit für ihn aufgebraucht und angedüftet. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ist es diesmal so viel? Erstmal dachte ich so, oh. Ist ja gar nicht so viel, denn es passt alles hier in diese Box und das ist ja nicht immer der Fall. Und es ist diesmal auch nur eine Kerze, obwohl eigentlich zwei Kerzen, aber die eine habe ich jetzt gerade nicht hier bei mir. Die werde ich euch in dem nächsten Aufgebrauch zeigen. Eine Kerze leer gegangen, aber dafür ist einiges an Scentsy durchgelaufen. Also wir besprechen hier in diesem Aufgebrauch die neuen Frühlings-Sommer-Düfte von Scentsy. Ich glaube, ich habe sie alle. Ich glaube, ich habe keine Pro mehr. Ich glaube, ich habe sie alle durchgetestet. Wir können also über alle Düfte sprechen. Die sind ja jetzt auch ab 1.3. erhältlich. Also, falls es euch interessiert, die werden wir uns heute ganz genau angucken. Vor allem, haben wir noch eine Menge zu tun. Ne? Ich dachte jetzt so, wird ein kurzes Video, aber schauen wir mal, ob es so kurz wird. Ne? Und dann habe ich euch noch ein paar Cheerfuls mitgebracht, weil wir sind ja gerade alle so ein bisschen im Cheerful-Candle-Hype. Also ich find's toll. Ich habe auch so ein bisschen gegen manch einen denkt, so, warum mit Cheerful? Ich freue mich, weil immer wenn es was Neues in der Kerzenwelt gibt, bin ich voll dabei. Und die Frage kam auch, warum jetzt auf einmal dieser Hype ist. Ich glaube einfach, da haben sich die Lieferketten, der Lieferant, der große Lieferant, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein bisschen geändert. Und dass jetzt einfach die Jobs, die sogenannten Jobs, die Shops hier in Deutschland einfach besser an Cheerful rankommen, ein größeres, breiteres Sortiment haben und halt einfach auch die neuen Düfte bekommen. Ich glaube, deswegen sind wir alle so dezent im Hype, nur wer sich das fragen sollte oder einige haben mich auch schon gefragt, wie, warum, weshalb. Und einfach, ich kann es nur sagen aus meiner persönlichen Sicht der Dinge, ich kannte Cheerful früher auch. Aber irgendwie sind die so ein bisschen bei mir in Vergessenheit geraten. Ich fand den Butterfly früher schon auch toll und auch den Cashmere. Ich meine, den Cashmere, der war ja so ein Dauerbrenner, ne? Den Cashmere haben viele von euch, glaube ich. Und einfach habe ich ja dann so also als Goodie in einem Paket diesen Aurora Sky gehabt vor zwei Monaten und war auf einmal obsessed mit diesem Duft. Ich hatte ja dieses kleine Baby, ne? Ich glaube, ich habe es euch auch schon gezeigt. Mittlerweile wohnt auch die große Kerze hier bei mir, ne? Hier irgendwo steht sie. War so ein bisschen obsessed mit diesem Duft und da hat es bei mir persönlich eigentlich so ein bisschen angefangen und dachte, okay, Cheerful, kann man machen, ne? Kann man sich angucken und ja, von daher ist da ein bisschen was eingezogen, ne? So viel zum Cheerful-Hype, genau, Scentsy, Cheerful, das wollte ich erzählen. Das sind so die, glaube ich, die neueren Dinge, die wir uns so angucken oder die Top aktuellen Sachen. Ansonsten, ja, random schnüffeln wir uns einmal durch meine Sachen. Die Scentsy-Sachen habe ich euch auch alle schon auf Instagram, ihr wisst Bescheid, ne? Wenn ihr euch folgt, habe ich euch ja auch schon in meiner Story immer so ein bisschen mitgenommen und gezeigt, wie sie mir gefallen haben. Aber wie gesagt, da sprechen wir jetzt nochmal ausführlich drüber. Und ja, ich würde sagen, ich sortiere jetzt wieder fleißig. Ihr macht es euch gemütlich, holt euch vielleicht noch ein Käffchen oder einen Tee, hört ein bisschen gute Musik, ne, ihr kennt sie ja schon von mir und ich sortiere hier und dann sehen wir uns gleich wieder und dann starten wir ins Video und ich versuche nicht ganz so viel zu quatschen, sonst werde ich nämlich wieder wahnsinnig im Schnitt und verfluche mich dafür, dass ich einfach so eine Quatschtante bin und denke, mein Gott, komm zum Ende, Mädchen. Also, bis gleich. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Oh Leute, ey, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Guckt euch das an, ey. Es ist einfach so viel. Könnt ihr das erkennen? Es ist einfach so viel Sensi durchgegangen. Ne? Oh mein Gott, so viele Düfte, die wir uns jetzt angucken und die ich euch alle einblenden muss. Oh. Warum habe ich nur so viel Sensi gedüftet? Ja, also das Sensi wird jetzt ein bisschen was. Dann haben wir auch noch einiges anderes, auch ein bisschen was Handmadiges. Oh Gott, ich verfluche mich. Ne? Aber gut, wir kriegen das alle hin, meine Lieben. So, wir fangen an mit Sensi. Diese Bars hier sind leer gegangen bei mir. Wir schnüffeln uns durch und ich komme jetzt wieder ein Stückchen runter. Ne? Aber mein Gott, ist das eine Menge. Ne? Na gut, kriegen wir alle hin. Als erstes ist A Peeling Apple. Den hatte ich, glaube ich, im Tauschpaket. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Jedenfalls fand ich den mega Appealing Apple. Oh, das war so ein richtig schöner, saurer, parfümiger, ganz leicht künstlicher, süßer Apfelduft. Aber das war nicht so eine cremige, irgendwie so eine sehr süße Apfelnote, sondern so eine süß-saure Apfelnote. Als würdet ihr wirklich in so einen süß-sauren Apfel beißen, der so ein bisschen drüber ist. Der war mega. Oh Gott, war der schön. Der hat vielleicht ein bisschen was vom Freshly Picked, aber der Freshly Picked ist, glaube ich, so noch parfümiger und ein bisschen runder. Der war einfach hier so spritzig und oh, Appealing Apple, mega. Sollte der wiederkommen, würde ich mir den sofort holen. Den fand ich richtig, richtig schön. Das ist alle. Uff. Dann war hier ein Duft. Leute, der war nicht meins. Der war ja nicht meins. Der war ganz, ganz gruselig, ne? Give me Passion Flower, bring back my bar. Und ich hatte dieses Bar irgendwie noch immer bei mir gehortet, damals bei den Bring Breaks geholt. Und hatte den jetzt mal in meiner Sensi Box gesehen. Dachte mir, ach komm, düftelst den jetzt mal. Hilft dir auch nicht, wenn du den ja ewig aufhebst und so, düftelst du ihn mal und dann gefällt er dir vielleicht und so. Ja, wartet mal, ich mache euch mal ein bisschen dunkler. So ist besser, glaube ich. Ja, dann hatte ich den in der Küche gedüftet, weil ich dachte, Give Me Passion Flower ist so ein bisschen floral und vielleicht ein bisschen spritzig, so. Oder ich hatte so ein bisschen vielleicht von Bath & Body Works hier an den Banana Flower in Bamboo Leaf, ach, keine Ahnung, wie der heißt, gedacht. Und Leute, der hier ist, ich weiß nicht, also ich kann ihn gar nicht definieren so genau, was Give Me Passion Flower sein soll. Also er ist für mich null floral, sondern er ist für mich einfach nur so Frucht drinne. So ein bisschen cremige Frucht, so ein bisschen künstliche, übersüße Frucht und dann so ein bisschen, ja, was Cremiges und dann aber auch wieder so was Säuerliches, so wo man denkt so, what is, nee. Give Me Passion Flower, wir beide werden leider gar keine Freunde. Wir nähern uns da noch nicht mal an. Ich bin so froh, dass ich dieses Bar jetzt aufgebraucht habe, weil leider nein, leider gar nicht, ne? Nee, war nicht mein Duft. Könnt mir gerne mal sagen, wie ihr den findet, aber ich fand den gruselig, ne? Also, nee. Dann hatte ich Pima Cotton. Da weiß ich noch, der war mal in der Whiff-Box drin. Früher habe ich mir noch die Whiff-Box geholt. Und da war der mit drin. Und ja, das ist halt ein sehr stechender, trockener, scharfer, frische Wäscheduft. Ja, der ist ein bisschen florale Anklänge mit dabei, aber für mich ist der viel zu scharf und viel zu trocken. So ein richtiger aus dem Trockner so raus, so ganz trockene, herbe Wäsche, so mit Waschpulver gewaschen. Und ja, den habe ich jetzt im Schlafzimmer aufgedüftet. Den hatte ich hier immer zusammen an mit einer Kerze, die ich euch später zeige. Da ging es, da kam die florale Note dann noch ein bisschen, die hat es so ein bisschen übertüncht, diesen Pima Cotton. Pur war der mir zu frische Wäsche. Zu heavy, wie gesagt, viel zu scharf. Mochte ich nicht so gerne. Da gibt es, ja, machen wir auch nochmal ein Video drüber, über Wäschedüfte, die ich schön finde. Der war nicht mein Taste. Nee. Pima Cotton, brauchen wir nicht. Dann habe ich in der Küche aufgebraucht Blue Agave and Melon. Das war ja mal so ein Special-Duft aus der Sommer-Collection von 2-3 Jahren oder so. Und dann kam der jetzt auch mal wieder und ja, also für meine Nase braucht man den nicht. Ich finde den nicht so schön. Ich habe noch einen bei hier. Der ist sehr wässrig. Der ist
sehr wässrig, der hat vielleicht auch was Wassermeloniges so ein bisschen, so eine Gallimelone. Er hat ein bisschen was Florales, ein bisschen was Grünes, ein bisschen so was Säuerliches auch. So, nee, ich weiß nicht, ich finde den nicht so schön. Den Blue Agave und Melon, der war nicht meins. Nee, ich war auch, den habe ich immer so nach dem Kochen gedüftet, so weil der so was Freshes hatte. Dass der so ein bisschen das, den Essensgeruch so rausgeholt hat, weil er gut intensiv war in der elektrischen Duftlampe. Aber so an sich hat mich der Duft jetzt nicht gecatcht. Da gibt es schönere. Blue Agave and Melon war jetzt, ja, nicht so gut. Meins. Ach, dann habe ich den Midnight Masquerade aufgebraucht. Der war ja aus der Karnevals-Collection und beim Anschnuppern fand ich den echt nice, ne? Der war so parfümig und dunkel und mystisch und geheimnisvoll und feminin und aufregend und warm. Warm? Kalt nehme ich das gar nicht so wahr. Kalt hat er wirklich so diesen leicht herben, dunkel, parfümigen, sexy Moment. Warm kriegt er für mich eine Maggi-Note. Da hat er irgendwas Würziges, irgendwas, was mich triggert und was ich nicht mag. Also ich habe ihn hier im Wohnzimmer gedüftelt, dann habe ich ihn im Badezimmer gedüftelt, so aus Verzweiflung, dass ich ihn leer kriege. Und jetzt die letzten Brocken sind im Schlafzimmer an, weil ich dachte, oh, ich will den leer kriegen. Nee, der gefällt mir gar nicht. Habt ihr auch diesen würzigen Magie-Moment? Schreibt mir das bei dem unbedingt mal, wenn ihr den schon probiert habt. Ich wollte ihn wirklich lieben. Und kalt finde ich den auch schön, aber warm hat der Maggi für meine Nase. Leider. Also, leider gar nicht. Der ist nicht mein Fall. Da finde ich welche aus der Karnevals Collection viel schöner, was ich nicht gedacht hätte. Zeige ich euch demnächst aufgebraucht oder auf Insta in einem Post. Keine Ahnung, mal gucken, wo es eher was wird. Den Midnight Masquerade. Schwierig. Sehr, sehr schwierig, wenn ihr mich fragt. Fand ich leider nicht so nice. Naja, wie dem auch sei, ne? Warte mal, ich räume hier kurz um. Zack, das muss ich jetzt übernehmen. Bisschen Ordnung schaffen, ne? Und als nächstes ist noch ein Classy leer gegangen. Da hatte ich euch ja schon mal erzählt, da hatte ich ja so einen Struggle mit meinem Club, ne? Der Maraschino Sugar Cookie, den hatte ich mir in den Club gelegt und irgendwie war er dann verschwunden. Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gemacht, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt den hier leer gemacht und ich glaube, ich habe noch 2 Bars im Backup hier. Weil ihr hattet mir die mal mit ins Tauschi gelegt oder so. Da freue ich mich sehr, weil ich liebe diesen Duft in der Küche. Der Maraschino Sugar Cookie, das ist ein richtig schöner, gebäckiger, reichhaltiger Butterkeks. Und da drin ist so dieser, ich weiß nicht, wie die Kekse heißen, da drin ist halt so ein kleiner Marmeladenkeks. Klecks, ne, so mit, was ist das, Maraschino? Ja, Kirsche, Erdbeere, I don't know, irgendwas Fruchtiges, Süßes und einfach dieser Butterkeks, der kommt so gut raus. Es ist so ein richtiger, so ein, kennt ihr diese dänischen Butterkekse, diese, ne, die sich sofort so oder auf die Muffintopf setzen, oh, so mega. Und der performt gut, der ist wunderschön im Raum. Ich liebe die Maraschino Sugar Cookie. Das ist einer der Foodie-Düfte von Sensi für mich. Den fand ich ganz klasse und den habe ich jetzt in der Küche liegen und immer mal so, wenn ich so besonders Bock drauf habe, dann gönne ich mir den mal. Und jetzt, ja, ist halt mein Ball leer gegangen und der ist schön. Der ist schön. Sollten sie den mal wiederbringen, würde ich mir den dann tatsächlich mal in den Club legen. So habe ich noch ein bisschen Vorrat, mit dem ich sehr sparsam umgehe, ihn aber auch genieße. Weil ja, die Düfte muss man auch düfteln. Wären ja nicht besser davon, dass man sie rumliegen lässt. Aber Maraschino Sugar Cookie ist eine Empfehlung. Ich habe gehört, ich habe ihn selber nicht. Ich habe es nur ganz oft bei euch auf Instagram gesehen. Von Goose Creek, der Pink Sugar Cookie. Pink Sugar Cookie, irgendwie so heißt der. Falls ich die Kerze finden sollte und dran denke, blende ich sie euch ein. Der soll wohl sehr ähnlich zum Maraschino Sugar Cookie riechen, haben einige von euch auf Insta erzählt. Ich weiß es nicht, ich habe die Kerze nicht. Nur so als kleiner, ne, Input für euch, dass es da wohl eine Ähnlichkeit geben soll. So, das waren die Sensi Bars und dann können wir uns auch schon den ganzen Tüten widmen. Ne? Ich würde sagen, ich mache erstmal so random Sensi-Düfte, die ich hatte. Ich habe ja auch noch einiges von den
Bring Back My Bars sehe ich. Von den Bring Back My Bars. Scent of the Month habe ich hier auch noch ein bisschen. Ach je, ach je. Und diesen Wish-Duft. Naja, wir gucken uns mal durch. Erstmal so die random Scentsy-Düfte. Da hatte ich von Scentsy Mandarin Toffee Treat. Habe ich noch nie was von gehört. Und ich glaube, kann man es sehen? Ich glaube, der kam auch nicht so richtig bei mir raus. Ich weiß nicht, ob der allgemein nicht so intensiv ist oder ob der jetzt irgendwie in der Tütchen hier sein, als auch eine PE-Tüte, seinen Duft verloren hat. Keine Ahnung, aber der war irgendwie, der waberte so ein bisschen unspektakulär durch meine Küche. Zu dem kann ich gar nicht so viel sagen. Mandarin Toffee Treat. Habe ich auch noch nie gehört. Ist vielleicht irgendein USA-Duft oder so. Bin ja auch bei Scentsy nicht, also ich kenne so das normale Sortiment, aber ne? Dann hatte ich den Love Story von Scentsy. Den hatte ich, glaube ich, im Schlafzimmer an. Ja, fand ich den Love Story gut. Ich glaube, den fand ich ganz schön. Den kann ich jetzt nicht mehr so verriechen. Ich glaube, es war so ein bisschen was Blumiges, ein bisschen was Parfümiges, ein bisschen schwerer parfümig. Ich glaube, den Love Stories fand ich ganz nett. Wenn ich mich richtig erinnere. Dann hatte ich hier Mulan, True to Your Heart. Den fand ich, den habe ich hier im Wohnzimmer in einer elektrischen Lampe gedüftelt. Den fand ich nice, ne? Den fand ich doch irgendwie schöner als erst gedacht. Ich habe ihn natürlich nicht im Club liegen. Aber der hat mich erinnert an den Sunday Morning Drive von Goose Creek. Vielleicht hole ich mir doch nochmal die Melts und schaue, ob ich das irgendwie kompensieren kann, dass ich den Duft vielleicht nicht unbedingt brauche. So ist erstmal the plan, ne? Weil Mulan True to Heart ist wunderschön, aber es ist halt auch ein Disney Bar und 10 Euro, boah, Alter, ne? Muss man auch wollen, ne? Von daher gucke ich mal, ob ich das mit dem irgendwie kompensieren kann. Der war mir eigentlich zu intensiv. Aber vielleicht hat sich meine Nase mittlerweile auch dran gewöhnt. We will see, ne? Mulan, true to your heart. Ach so, das ist so ein, mich erinnert der immer so an so cremige Mohnblüten, weil der sehr schwer parfümlich floral ist. Der hat so ein bisschen was Schwüles. Ich glaube, da ist kein Mohn drin, aber irgendwie habe ich so diese Assoziation, weil dieses schwül-florale weckt in mir immer so die Assoziation mit Mohn. Dann habe ich hier von Scentsy den Blue Hyacinth. Den fand ich auch wunderschön. Das war so ein richtig schöner, wässriger, leicht herber, floraler Duft. Total erfrischend, airy. Der hatte richtig so diesen frühlingsfrische Luft, Frühblüher-Moment. Den fand ich schön. Den Blue Hyacinth, den fand ich richtig nice. Ist aber auch, glaube ich, eine Rarität. Kommt man gar nicht so dran. Hatte ich auch im Überraschungspaket. Glaube ich, da kommt man hier gar nicht so gut dran. Dann hatte ich hier von Scentsy den Snuggle Up. Der ist, glaube ich, jetzt raus aus dem Katalog oder noch dabei. Ich komme bei dieser Catching Seas Collection total durcheinander. Ich weiß nie, welcher Duft welcher ist. Ich glaube, der Snuggle Up war der mit den Katzen. Who knows? Der war so ein bisschen, ich fand, der hat mich so ein bisschen an den Jammy Time erinnert. Der war so ein bisschen lavendelig, so ein bisschen sandelholzig, kuschelig. Beruhigend, nett. Den fand ich schön. Den Snuggle Up, den habe ich im Schlafzimmer angehabt. Der snuggelte da so vor sich hin. Kann man machen. Dann war das, glaube ich, der Magic in Every Wish. Dieser neue Wish-Stift, da man kann es jetzt nicht mehr lesen. Von diesem neuen Animationsfilm da. Das war für mich einfach nur ein Zitronenbonbon. Ein süßes, sprudeliges Zitronenbonbon. Kennt ihr diese, gibt es im Buchladen, diese Gute-Laune-Drops, diese Gute-Laune-Bonbons? Das ist so Zitrone und drin ist so ein Brausepulver. So hat Magic in Every Wish für mich gerochen. Ist mir zu random für den Disney-Duft. Aber er war nett. Er war nett, kann man machen. Dann hatte ich den All You Need Is Love. Hatte ich einen Brocken und ich glaube, den habe ich mit dem Vanilla Cream gemixt. Einfach so, weil ich den Mix ausprobieren wollte. Weil da kommen auch nochmal, da habe ich auch die Bars hier. Und den werde ich dann nochmal richtig düfteln. Von daher zeige ich sie euch jetzt erstmal. Die habe ich gedüftelt. Die Kombi war ganz nett. Gucken wir uns aber den nächsten Monat an, wie die Bars waren. Weil die habe ich mir beide geholt und die können wir dann nochmal in Ruhe düfteln. Und ja, so richtig, ne? Hier kann ich nicht so einen richtigen Eindruck geben.
Ach, dann hatte ich wieder den Lemon Coconut Chiffon. Hatte ich euch ja schon erzählt, ne? Dass der nicht so meins ist. Dass der mich immer so an asiatisches Essen erinnert. Einfach so ein Hühnchen, Zitronengras, Kokos, Curry mit Reis. Ist für mich einfach diese Assoziation bei diesem Duft. Ja, es tut mir leid, ich weiß, viele von euch lieben den, aber ich habe einfach dieses Kokos und Limone. Macht mein Kopf einfach, was er will. Bin ich machtlos gegen Vanille? Ja. Ist einfach so. Ne? Also ich esse es gerne, aber ich brauche es jetzt nicht. Dann hatte ich, oh mein Gott, große Überraschung. Ich hatte euch ja von dem erzählt und meinte, oh, random, braucht man nicht. Der Candy Orchard. Candy Orchard, genau. A Scent of the Month, Februar, Januar? Januar war der, glaube ich, schon, ne? Er liegt in meinem Club, mein Lieben, ich hatte es euch auch auf Insta gesagt. Kalt, einfach nur so richtig boring, so ein fruchtiger Candy-Duft. So, ja. Aber warm war das für mich einfach so die Mischung aus Sugar und Pink Haze. Sugar und Pink Haze. Ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen. Ja, natürlich, der ist sofort in meinen Knopf gekommen. Das war und ich muss den nochmal düfteln, um das nochmal zu... Also ich hatte hier einen Brocken drin, ne? Den hatte ich im Teelicht. Ich muss den nochmal richtig im Bar düfteln, um wirklich, ist es wirklich, aber das ist Sugar und Pink Haze, meine Lieben. Oh, der war so schön, ich habe den geliebt. Und ja, der ist den, der zieht nochmal ein. Wenn ihr nochmal an den Rand kommt, holt euch den Pink Orchard. Pink Orchard? Nee, Candy Orchard fand ich mega. Also warm hat er mich voll überzeugt. Ist manchmal so, ne? Kalt denkt man so, und warm kommen die dann richtig nice raus. Und das war bei dem der Fall. Meine Güte, war der wundervoll. Candy Orchard, da kann ich euch nur empfehlen. Ich fand den klasse, ne? Ich fand den ganz, ganz toll. Dann hatte ich noch den Happy Birthday. Das war, glaube ich, auch einer von den Bring Back My Bars. Ja, das war so ein Kuchenduft. So ein Vanille, so ein richtiger, schlotziger, reichhaltiger, dekadenter Vanillekuchen, noch so ein bisschen mit Buttercreme. Der hat Hallöchen gesagt, der war Foodie, der war nett. Ja, kann man machen. Kann man machen, aber ja, ich würde mir aus Bar holen, aber ich habe so viele andere. Ja, ich bin ja auch nicht so die größte Foodie-Nase, ne? Der war okay. Der war schön, ja? Der hat auch gut Performance, kann man machen. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zu den... Ach nee, hier hätte ich noch einen dazwischen gemogelt. Warte mal, lass uns mal jetzt kurz gucken. Hätte ich eigentlich auch eben sortieren können, habe ich aber nicht. Von daher machen wir es jetzt ganz fix. So, ich glaube, das waren noch alle Düfte hier. Ja. Genau. Okay, dann legen wir hier mal los. Hier habe ich noch einen, der sich noch dazwischen gemogelt hat von den Bring Back My Bars. Das war der Groovy Grapefruit. Und das war ein schöner... zitrischer Duft, den hatte ich in der Küche an, der hat ordentlich Ballett gemacht, der war da, den hat man sehr schön wahrgenommen. Nach dem Kochen einfach so eine saure, spritzige Zitrusbombe, alles was irgendwie Zitrone schreit, hat da ganz laut Hallöchen gerufen. Den fand ich schön, den fand ich nett, aber ja, komme ich auch gar nicht mehr ran. Ist ja vorbei, Bring Back sind ja durch, ne? Ich habe es euch jetzt so mal erzählt, der Groovy Grapefruit kann man machen. Aber ist jetzt auch nicht so, dass man sich da in Tränen ausbrechen muss, wenn man die nicht hat. So, dann haben wir hier Follow the Rainbow. Ich glaube, das ist der Duft von März? Von März oder von Februar? Who knows? Jedenfalls der Follow the Rainbow. Der scheint wohl mega anzukommen, weil der war auch schon ausverkauft. Ja, der war... warm, schöner als kalt. Sagen wir es mal so. Kalt war das wirklich nur so ein random, boring Fruchtduft. Aber warm, irgendwie, keine Ahnung, war der dann irgendwie ganz nett? Und der waberte schön und der war irgendwie auch so süß und gute Laune. Warm fand ich den schöner. Warm fand ich ihn auf alle Fälle schöner. Er hat auch so ein bisschen was Spritziges, glaube ich, noch mit dabei. Der war nice. Bräuchte ich jetzt aber auch nicht, das war. Aber er war warm auf alle Fälle schöner. So, schauen wir mal. Eine lebenslustige Mischung aus goldener Ananas, gezuckerten Beeren und Blutorange, die bis zum Ende des Regenbogens reicht. Ja, Frucht und ein bisschen was Spritziges. Genau, das kriegt man. Ist okay, kann man machen. Performance war auch gut. Follow the Rainbow.
Wenn man sowas mag, go for it. So. Jetzt kommen die aktuellen Sensi-Düfte. Das, auf was wir gespannt sind. Da hatte ich einmal den Very Vanilla. Und ja, er ist auch warm, mein geliebter Eilish. Mich erinnert er einfach so sehr an den Eilish Nummer 1. Diese fluffy, süße Vanille, cremige, süß-zuckrige Vanille-Karamellwolke. Performance, ich würde ihn eher im unteren Mittelfeld einstufen, so. Es geht auch mehr, aber ich habe ihn wahrgenommen, er ist so wunderschön, dass ich das einfach ignoriere und mir das Bar hole. Ich finde ihn mega. Ganz, ganz toller, wie gesagt, fluffy area, flauschiger Vanilleduft. Ohne Maggi. Ich finde ihn schön. Very Vanilla. Ich bin am Start, ne? Wie gesagt, erinnert mich an Eilish und ich liebe den Eilish. Naja. Machen wir. Diese klassische Mischung aus cremiger Vanille und Tonkabohne ist sanft und verführerisch. Ja, wundervoll. Wunderschön. Very Vanilla. Kann man machen. Dann hatten wir hier Pinkberry Sandalwood. Da hatte ich euch ja erzählt, wenn ich mich recht erinnere, dass der mich an den Lost Cherry erinnert, ne? Von Tom Ford. Ja, da kam auf alle Fälle eine Kirsche raus im warmen Zustand, aber auch das Sandelholz hat ordentlich gekickt. Und ich fand, durch das Sandelholz ist der mir ein bisschen zu schwer und behäbig und der ist ordentlich präsent und schwer. Für meine Nase ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Das hätte mir irgendwie besser gefallen, wenn er ein bisschen frischer, ein bisschen leichter, ein bisschen spritziger. Also da hätte nicht so viel Sandelholz von meiner Nase rangemusst. Aber it is what it is. Gerade für den Sommer weiß ich nicht. Also ich finde ihn ganz schön schwer. Er ist okay, die Kirsche kommt ganz schön. Man hat auch so eine leichten Lost Cherry Wipes, wenn man den düftelt. Aber ein bisschen viel Sandelholz auch. So, Pinkberry und frische Kirsche verleihen Tonkabohnen und Sandelholz einen süßen Spritzer. Mich war das mehr als ein Spritzer Sandelholz, aber das ist persönliches Empfinden, ne? Pinkberry Sandalwood. Dann haben wir hier den Sunset Citrus. Und den fand ich, glaube ich, ganz schön. Der hatte ich ja, glaube ich, auch erzählt, als ich die vorgestellt habe, so ein bisschen so ein Vibe von meinem geliebten Sunset Sparkle. Ja, diesen Vibe habe ich auch, als er warm wurde, aber er ist irgendwie heller und frischer und spritziger. Da ist dieser Amber-Moment nicht ganz so schwer und parfümig und besonders wie im Sunset Sparkle. Der ist schon noch ein bisschen schöner und, wie gesagt, besonderer für meine Nase. Aber ich finde, für einen Zitrusduft ist der schön. Der ist, ja, die Zitrus kommt schon raus. Ich glaube, da ist auch Amber mit dabei, würde ich mal sagen, weil der hat irgendwie auch was Parfümiges. Der hat sowas, ja, so Bergamotte könnte ich mir auch, der hat sowas Spritziges, Belebendes, gute Laune. Ich fand den nice und ich glaube, dass ich mir auch da das Bar hole, weil ich fand den nett. Funkelnde Zitrone leuchtet über den Wäldern des Sonnenuntergangs und dem satten Amber, während das Tageslicht am Horizont verweilt. Ja, Sunset Citrus. Fand ich schön. Dann hatte ich den Pineapple and Palm. Und mal kurz überlegen, ist das der? Ah nee, das ist noch ein anderer. Pineapple and Palm, da haben wir ihn. Und das war für mich einfach nur ein quietsche, süßes, zuckriges Ananasbonbon. Künstlich hoch 10, sehr süß, sehr ananasig. Da war für mich jetzt kein grüner Palmmoment oder was weiß ich drin. Das war für mich einfach ein süßes, zuckriges Ananasbonbon. Wenn ihr sowas mögt, dann seid ihr hier sehr gut bedient. Der war auch ordentlich intensiv. Der hat Hallöchen gesagt. Ach ja, ich mag Ananas, aber brauche ich so ein Ananasbonbon? Ich glaube, da gibt es schönere Ananasdüfte für mich so persönlich.
entfliehen sie auf die Inseln, wo süße Zitrusfrüchte und Palmblätter in der Brise über Ananas-Treibholz schweben. Also es ist echtes Rätsel, Ananas-Treibholz, ich rieche da null Holz. Zitrusfrüchte, ja, die können die Ananas so ein bisschen spritziger machen. Palmblätter, für mich ist es einfach Ananas auf die 12. Riecht meine Nase. It is what it is. Pineapple and Pork. Dann haben wir hier den Sippen Poolsize. Der hatte ja im Anschnuppern ziemlich verloren bei mir. Ich muss sagen, warm war er ein bisschen schöner. Warm hatte der auch so ein bisschen was Aquatisches. Und da kam so diese süße, sanft cremige Birne ein bisschen mehr raus. Die hatte ich ja im Kalten gar nicht. Die kam im Warmen schon raus. Die hat so ein bisschen vorgeguckt. Ja, der ist nett, den kann man machen. Aber ich glaube, ich würde mir nicht das Bar holen. Einfach so, weil... So, mein Akku wollte nicht mehr. Ich weiß nicht, rede ich schon so lange? Eigentlich rede ich noch gar nicht so lange, oder? Ich hab es nicht auf dem Schirm. Jedenfalls, Sippen Poolsize. Die Birne kam da für mich im Warmen schöner raus, fand ich besser. Ja, nur, dass ihr es wisst. Aber er hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. War okay. Aber wie gesagt, gibt noch andere schöne Düfte. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich mit frischer Birne und prickelnden Zitrusfrüchten neben ruhigen aquatischen Akkorden. Ja, kann ich mitgehen. Dann hatten wir den Bamboo und Rainfall. Ja, das ist einfach ein ganz aquatischer, blauer, herber, ein bisschen grün, brackiger Duft für den Sommer. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, Glacial Spring von Village oder der Tropical Waters von Woodbridge. Das sind alles so diese sehr herb aquatischen Düfte. Sind okay, kann man machen, aber gibt es auch schon von anderen Firmen. Im Sommer finde ich die ganz, ganz okay. Wenn es richtig knackwarm ist, dann kühlen die alles so ein bisschen runter. Da finde ich das ganz angenehm. Aber jetzt bräuchte ich nicht unbedingt den auch noch in meiner, weil ich habe den Duft hier. Ne? Ein berauschender Regenguss strömt in einem ruhigen Moment über frischen Bambus und leuchtendes Melonenwasser. Aha, Melonenwasser. Okay, ja, nee. Der hat auch so ein bisschen was Reinigermäßiges so gehabt, so. Ich war einfach nicht so meins. Sandcastles. Ach ja, das ist ja, ich glaube, der Duft ist am beliebtesten bei euch. Ich fand ihn auch schön. Es ist halt so cremige Pistazie mit Mandeln, so sehr cremig und kokosnussig und schlotzig. Ja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, für Sommer, ich glaube, der ist mir damit zu viel. Also an sich ein sehr schöner Duft. Wenn ihr so auf cremige Pistaziendüfte steht, ist das, glaube ich, hier euer Go-To. Ich fand den ein bisschen, ja, viel. Für mich kommt auch noch Ananas mit durch. Die steht nicht drin, aber ich habe da irgendwie auch einen Ananas-Moment. So ein Pina Colada, aber halt so einen sehr sämigen, schweren Pina Colada. Sonnige Kokosnüsse erhält tropische Pistazien und süße Mandeln und ruft dabei Erinnerungen an den Strand hervor. Ja, ist an sich ein schöner Duft, aber ich glaube, für mich persönlich ist der zu heavy für den Sommer. Denn auch wieder so ein Foodie-Duft. Take Me to Paradise. Der hat ein bisschen, er hat mich erinnert an meinen geliebten, Pineapple Cake Pop von Goose Creek, einer der schönsten Foodie-Sommerkerzen, die es gibt, finde ich. Der ist ja bei mir ein absoluter Liebling schon seit Jahren. Und der hat mich erinnert, nur anstatt Ananas ist der Orange drin. Da ist der Orange drin, der ist so ein bisschen süßer, fruchtiger, runder. Ja, aber ich finde, der Pineapple, der kickt noch so ein bisschen, weil er sowas Säuerliches hat, sowas Unerwartetes. Der hier ist auch schön, den kann man machen. Ist ein schöner Foodie-Kuchen-Orangenduft. Der ist nett, der ist hübsch, der fällt gut ab. Aber wie gesagt, ich habe da noch was mir besser gefällt. Aber der ist schön. Wenn ihr so Foodie-Näschen seid und es auch im Sommer mögt, dann go for it. Coastal Sun Fruit. Oh yeah, das war ja mein Duft, der mich so an meinen geliebten Hugo Boss Alive erinnert.
Und ja, erinnert mich auch im Warmen dran, aber im Warmen kommt er mich noch ein bisschen Prada Paradox mit durch. Das ist für mich so eine Mischung aus diesen beiden Parfums. Einmal dieses mandarinige, spritzige, cleane, frische, zitrusmäßige, ambermäßige. Und dann hat er aber auch noch so ein bisschen sowas süß, florales, sowas so einen zuckrigen Moment. So ja, das ist so der Mix aus diesen beiden Parfums. Werde ich mir auf alle Fälle das Bar holen. Ich habe mich sehr gefreut, als er hier in der Lampe an war. So ja, war ich voll am Start. Es ist sehr seltsam dieses Jahr, dass ich die... Sonst haben Zitrusdüfte immer ein bisschen schwer bei mir. Aber dieses Jahr feiere ich die beiden Zitrusdüfte von Sensi extrem, weil ich die wunderschön und besonders finde und nicht so random wie andere Zitrusdüfte von Sensi, sondern die sind richtig... Ich finde die ganz toll. So, goldene Sonnenfrüchte, leuchtende tropische Beeren und Küstenamber vermitteln ein Gefühl von Sonnenschein. Ja, ich finde ihn klasse. Ich finde ihn wunderschön. Wie gesagt, diese beiden Parfums so in so einer Melange, in so einer sommerlichen... Oh, toll. Und da wird das Bar einziehen auf alle Fälle, weil ich habe auch meine Parfums zu Hause bei mir wohnen, weil ich liebe sie. Coastal Sunfruit. Und als letztes der Evening Sky. Ich glaube, dieser Duft kommt auch sehr gut an. Ne? Das war ja für mich so ein bisschen die Mischung aus Dashing und Jammy Time, habe ich glaube ich gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ja, also beim Dashing bleibe ich auch warm. Ja, das ist einfach ein Dashing und so ein bisschen, ja, so ein bisschen was mystisch Parfümiges. Ja, das ist einfach so ein... Ihr habt so holzige Noten, ihr habt so Vanille, aber so ein bisschen heller, ein bisschen was Spritziges vielleicht noch dabei. So ein bisschen kuschelig, aber doch irgendwie auch umarmend. Das ist ein schöner Duft. Das ist wirklich ein sehr schöner Duft. Ich überlege sogar, ob er mir besser gefällt als der Dashing. Weil der Dashing kann schon ein bisschen behäbig daherkommen. Könnte sein, dass mir der Evening Sky ein bisschen besser gefällt, weil er noch so ein, weiß gar nicht, ist da Amber drin, noch so ein Amber-Parfüm-Moment irgendwie so mitbringt. Ich mag den. Auch warm fand ich den toll. Erleuchten Sie die Nacht mit sanfter Bergamotte, reichhaltiger Madagaskar-Vanille, die den Weg für die Mitternachtslilien ebnen. Fancy, fancy. Ja, wunderschöner Duft. Wird wahrscheinlich auch das Bar einziehen. Also ich glaube, ich habe so drei bis vier Bars werden wohl von den neuen Düften bei mir einziehen im April. Ist das April, wenn mein Club wieder kommt? Ich weiß es nicht. Wir werden es ja dann sehen. Also das sind so meine Favorites aus der neuen Kollektion. Insgesamt finde ich sie wirklich sehr gelungen, sehr schöne Düfte dabei, von sehr gut bis kann man machen, gefällt mir gar nicht, ja, so ein bisschen boring sind auch welche dabei, aber es hält sich so eher alles im oberen Bereich auf, muss ich schon sagen, schöne Kollektion, die letzten hat mich ja eher so ein bisschen enttäuscht, aber ich muss sagen, die holt mich wieder mehr ab und da sind auch ein paar echte Schätze dabei, gefällt mir. Oh. Sensi ist geschafft, meine Güte. Ne? Jetzt haben wir aber eine Weile über Sensi gesprochen, ne? Eisgi, Peisgi. So, dann machen wir weiter mit Kringle. Machen wir weiter mit Kringle, okay. Ja. Da habe ich auch wieder zwei Pröbchen. Was heißt Pröbchen? Von der Saskia hatte ich ja so ein Überraschungspaket bekommen, da waren die beide drinne. Einmal von Kringle Candle, der Peony. Da gibt es ja diese Garden Collection. Da gibt es auch Tulips und Lavender und Rose gibt es, glaube ich. Und im... Nee, Quatsch, jetzt habe ich Unsinn erzählt. Den Peony gibt es, glaube ich, ganz standardmäßig einfach in diesem großen Kringle-Glas, glaube ich. Genau, Peony, die Pfingstrose. Ich bin nicht das größte Pfingstrosenmädchen. Ich mag ja auch nicht den von Yankee, den Peony, und auch nicht den... Sun-Drenched Apricot Rose, das sind für mich einfach so, ja, das ist die Pfingstrose, aber die ist immer sehr fruchtig interpretiert, so mit Aprikose und Pfirsich, so eher so ein fruchtiger Duft mit floralen Momenten. Und da ist mir einfach diese Frucht
zu viel. Zu süß, zu quietschig, das ist mir immer ein bisschen zu viel. Ab und zu kann ich auch mal Peony düfteln, da mag ich das ganz gerne so, gerade wenn der Frühling kommt. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich mir ein Glas von holen würde, weil ich wüsste, dass ich einfach das nicht oft genug, dass das einfach nicht oft genug zum Einsatz kommen würde. Und dann hier der Peach Bellini von Country, den fand ich schön. Muss ich mich mal kurz zurückerinnern. Doch, ich glaube, ja, den fand ich, glaube ich, richtig schön. Da habe ich auch mal geguckt, wie es so mit einem Glas aussieht, weil es ist wirklich so ein richtiger, spritziger, süßer, fruchtiger, wässriger, leichter, gute Laune Sommerdrink. Es ist nicht unbedingt so ein Cocktail, ich habe da keinen alkoholischen Moment, sondern einfach so diese fruchtige, wässrige Pfirsich, aber auf so eine spritzige Art und Weise. Nicht zu süß, sondern ein bisschen was Säuerliches noch mit dabei. Ich fand den irgendwie nett. Ne? So dass ich dachte, kann man machen. Peach Bellini. Fand ich schön. So, dann haben wir jetzt Yankee Candle. Da habe ich einmal von Yankee Candle aufgebraucht. Einfach, weil ich noch, auch noch überlegt hatte, ob der mit in mein Kaffee-Video kommt. Hat das aber dann nicht geschafft. Und zwar der Vanilla Bean Espresso. So, da ist ein gutes Stück. Ich glaube auch eine aus der Signature-Reihe. Ich glaube auch ein relativ neuer Vanilla Bean Espresso. Warum hat es der nicht geschafft? Weil der für mich fast gar nicht nach Kaffee riecht. Der riecht für mich einfach nur absolut parfümig. Der riecht absolut super holzig, parfümig, ein bisschen maskulin. Der hat so, ja. Der hat für mich nicht viel mit Kaffee zu tun. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Und da dachte ich, nee, diese mein Kaffee-Video, das passt nicht. Ja, also für mich ist es einfach so ein parfümiger Duft. Ich weiß auch nicht, was Tinti sich dabei gedacht hat. Sehr seltsam das Ganze. Ja, braucht man nicht. Vanilla Bean Espresso von Yankee braucht man nicht. Den können wir auslassen. Und dann habe ich jetzt auch endlich getestet, weil ich sehe ja bei euch überall immer die Kerzen. Man muss ich natürlich jetzt auch wissen, wie der schnuppert. Und zwar habe ich den Stargazing jetzt als erstes mal in meiner Lampe gehabt von den neuen Yankee-Düften. Die anderen werden jetzt wahrscheinlich im Laufe des Monats kommen. Stargazing. Er hat auch im Warmen für mich diesen Moment vom Lavender and Sea Salt aus der Elevation-Reihe. Ne? Der hat auch diesen lavendeligen, sanften, frischen, salzigen Moment. Aber wenn er warm wird, kommen für mich noch ein bisschen mehr diese süß-zuckrigen Blüten durch. Der wird so ein bisschen runder, so ein bisschen weicher, so ein bisschen lieblicher. Nicht ganz so fresh und airy wie der Lavender and Sea Salt, sondern durch diese bunten Blüten, zuckrigen, bunten Blüten, wie dem auch sei, wird er ein bisschen schwüler. Aber nichtsdestotrotz ein wunderschöner Duft, wo ich überlege, ob ich mal ganz mutig bin und mir den Dreidochter hole. Es gibt ja die Yankee Candle, gibt es jetzt auch als Dreidochter. Und ich muss euch sagen, ich finde das Packaging von den Dreidochtern um Welten schöner als die Signature. Ihr wisst ja, von Anfang an war ich ja kein großer Fan von den Signature-Gläsern. Und von daher überlege ich, ob ich mir den Dreidochter vom Stargazing hole. Gucken, wie der so performt und abliefert. Und sieht ja schon ganz hübsch aus. Ne? Und der Duft ist auch ganz schön. Was meint ihr? Soll ich mir den holen? Ja, Stargazing mochte ich sehr gerne. Kann man sich durchaus angucken. Schöner Duft. Aber ich bin ja eh ganz angetan von der neuen Yankee-Kollektion. War auch schön. Und war auch schon Ärger von Yankee Candle enttäuscht. Ne? Also den fand ich nett. Was heißt nett? Den fand ich schön. So, dann hatte ich von Bath & Body Works so ein Pröbchen in meiner Lampe, und zwar Bath & Body Works Ice Lemon Pound Cake. Im Zuge meines Zitronen-Kuchen-Düfte-Videos hatte ich mich ja so ein bisschen umgeschaut nach neuen Düften. Und der Ice Lemon Pound Cake, der steht auch auf meiner Wunschliste. Ne? Mein Gott, ist der schön. So ein richtig schöner, schlotziger, zitroniger, reichhaltiger, fetter Zitronenkuchen, ah, der ist einfach ein Traum, ne? Der ist so schön, der kommt toll raus. Den fand ich ganz, ganz klasse und ja, bin ich noch, ja, der steht auf meiner Wunschliste. Ich finde den klasse, ich finde den echt, echt schön und
Da sind jetzt meine Pröbchen aufgebraucht. Weil der so schön ist, ne? Dann hatte ich hier noch einmal von Better Homes and Gardens den Rosewater and Coconut Milk. Den fand ich schön. Das war wirklich ein sehr cremiger, wahrscheinlich durch die Kokosnuss, sehr cremiger Rosenduft. Ein sehr parfümiger, schwerer, fast schon an der Grenze zum muffig sein Rosenduft. Aber ich fand ihn schön. Der war so sehr cremig und sehr parfümig und sehr präsent. So ein richtig cremiger, schwerer Rosenduft. Ich bin ja Rosenmädchen durch und durch, wisst ihr ja. Und daher, ich fand ihn wunderschön. Und intensiv war der. Heidewitzka, ich weiß gar nicht, hatte ich da einen Brocken? Ich glaube, ich hatte einen Brocken. Den hatte ich hier im Teelicht. Meine Güte. Der war aber da. Ne? Der wollte wirklich gerochen werden. Und von Sensationals den Mystique. Den hatte ich im Bad an. Ich glaube, den fand ich auch ganz schön. Das war was Parfümiges. Der war okay, aber der ist mir jetzt nicht so großartig im Gedächtnis geblieben, dass ich jetzt sage, ja, den braucht man unbedingt. Der war mir parfümig so ein bisschen. Ne? Ich erinnere mich nur noch dunkel an den Mystique. So, mein Gott, es geht immer weiter, meine Lieben. Mein Gott, was habe ich denn hier alles gedüftet? Ich gar nicht mehr. Haben wir noch einen Kringle. Ach, hey, hier, den hätte ich jetzt fast vergessen. Kringle Candle, den Fresh Lilac. Ich liebe Flieder. Ich liebe, also, bald geht ja die Fliederzeit los, ne? Und dann riecht es überall nach Flieder. Ich liebe es einfach. Man braucht sich den aber nicht abpflücken und in die Wohnung zu stellen, weil Flieder muss am Strauch sein, sonst ist der euch am nächsten Tag schon, geht ihr euch ein. Also macht das nicht. Man muss den einfach draußen genießen. Und deswegen liebe ich Fliederdüfte, weil wir uns den Flieder dann so ein bisschen in die Wohnung holen können. Der Fresh Lilac von Kringle, der war schön. Ganz leichten Badezimmermoment vielleicht, aber nur ganz von weit. Den kann man schon sehr gut düfteln, den Fresh Lilac. Ich liebe einfach Fliederdüfte. Meine Güte, liebe ich. Ich zeige euch auch gleich noch. Hab da so einen kleinen Struggle. Ich liebe Flieder. Ich finde Flieder einfach ganz fantastisch. Dann habe ich von Village ein bisschen was gedüftet. Einmal von Village Candle den Coffee Bean. Wieder hier diese Crumbs, Wax Crumbs, jetzt habe ich es. Hatte ich euch ja schon erzählt, ich bin ja nicht so ein Fan davon. Ich finde, also ich persönlich bestelle da nicht nochmal. Coffee Bean habe ich aber so ein bisschen wahrgenommen, einfach weil Kaffee ja auch eine sehr intensive Duftnote ist, die man schon immer gut wahrnimmt. Und ich muss sagen, der war ganz schön. Das war wirklich so eine herbe. Ach je, ist ja immer schlimm. Wartet mal ganz kurz. Besser so? Ja. Das war wirklich so eine Kaffeebohne. So eine herbe geröstete Kaffeebohne mochte ich sehr gerne. Hätte ich nicht schon einen Haufen Kaffeekerzen hier und Düfte, würde ich mir den wahrscheinlich auch holen. Kaffeeduft-Video kommt, meine Lieben. Ich weiß, das erzähle ich euch schon länger, aber es kommt wirklich. Es ist fertig. Ich muss es nur noch einen Slot finden. Fand ich schön. Kann man machen. Das ist ein Kaffeeduft, den man machen kann. Dann hatte ich von... Ach nee, machen wir erstmal den hier. Ich hatte mich nämlich auch mit der lieben Caro darüber unterhalten, über diese Wax Crumbs. Und ich hatte mir auch den Lemon Pound Cake geholt. Und sie hat dann angeboten, dass sie mir was von ihrer Kerze abzieht, vom Lemon Pound Cake, weil, ja, bei den Crumbs habe ich halt so gut wie gar nichts gerochen. Sagen wir mal so, wie es einfach ist, ne? Und, genau, da hatte ich hier die abgezogenen Melts. Und ich muss sagen, er riecht wirklich, also da ist nichts Parfümiges, was man so bei den Crumbs gerochen hat, sondern es ist wirklich ein schöner Zitronenkuchen. Der ist noch ein bisschen zitroniger. So als jetzt der Cosmic Cupcake, sondern der ist so ein bisschen zitroniger, so ein bisschen präsenter, so ein bisschen spritziger. Fand ich ganz schön. Den kann man machen, mochte ich, fand ich wirklich nice. Ja, ich habe auch ein paar Zitronenkuchendüfte, ne? So ist es ja nicht. Von daher werde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht holen, aber wenn ihr auf der Suche seid, kann man den durchaus machen und sich mal anschauen. Fand ich gut. Und dann hatte ich ja noch eine neue Liebe von mir, auch von der lieben Saskia, von Village Candle, den Scarlet Berry Tulip. Vielleicht habt ihr es ja
Doch, ja, auf hier habe ich euch ja auch schon die Kerze gezeigt, ne, dass die Kerze bei mir angezogen ist. Habe ich euch ja in meinem Spring New Inn gezeigt. Da habe ich euch ja auch die ganze Story erzählt. Da habe ich jetzt erstmal natürlich die Melts aufgedüftelt, bevor ich mich jetzt an meine Kerze mache. Einfach, weil ja, Ordnung muss sein, ne? Ich muss aber sagen, dass die Melts von Village Candle eher so Low-Performer sind. Bin ich ja ganz ehrlich zu euch. Die Kerzen kommen meistens, also es war bei mir bei der Summer Breeze so, Village nicht, Village kam ganz gut raus, aber auch beim Cherry Blossom war das so, jetzt hier beim Scarlet Berry Tulips war das so und ich habe mich ja durch ganz viele Village Melts auch schon mal durchgeschnüffelt, durch diesen Karnevals und den Hyacinth und ach, durch den Rendezvous und ach, was es da nicht noch alles gibt, ne? Da gibt es ja auch irgendwie so einen Rose Petal Tea Duft und was weiß ich nicht alles. Und ich finde einfach, meine Beobachtung ist, dass die Melts immer nicht so gut performen, aber die Kerzen dafür schon. Und hier einfach kam auch an dem Melt nicht so viel rüber. So, das Melt an sich, traumschöner Tulpenduft, ne? So ein bisschen fruchtig, so ein bisschen himbeerig. Einfach diese frische, leicht grüne, florale, frische Lufttulpe, wunderschön. Aber die Melts liefern immer nicht so gut ab wie die Kerzen. Aber jetzt habe ich ihn aufgebraucht, einfach weil, ja, Ordnung muss sein. Und jetzt kann ich mich an die Kerze machen, ne? So, sind wir hier noch am Start oder ist es sehr hell für euch? Ich hoffe, es geht. Naja, wir kriegen schon hin, ne? So, dann habe ich hier als nächstes EBM Creation. Da habe ich diesmal zwei Düfte, die mich nicht ganz so überzeugt haben. Einmal von EBM, der Chocolate Covered Cherries. Weiß nicht, vielleicht hätte ich den auch im Teelicht düften sollen. Ja, der war so ein bisschen, es war aber da so ein bisschen was leicht Schokoladiges durch den Raum. Aber er hat mich nicht abgeholt. Keine Ahnung, es war irgendwie keine Liebe. So, es war okay, aber hat mich auch nicht umgehauen. Keine Ahnung. Und dann den Spiced Pear. Der hat super performt. Da kann man nichts sagen. Der sagt Hallöchen, dieser Duft. Aber irgendwie, der war mir ein bisschen zu süß. Zu süß, zu cremig, zu... Da war mir nicht... Ich mag eher so Juicy Birne. Und das war eher so eine sehr süße, foodige, leicht würzige Birne. War nicht so meins. Performance war allerdings sehr gut. Da kann ich nicht meckern. Der hat gut abgeliefert, auch in der elektrischen Duftlampe. So, das passt nicht. Passt jetzt so? So passt das auch nicht. Na, das kann ja was werden hier. Dann habe ich aufgebraucht von The Candle Daddy den Rose Quartz. Sehr schöner Duft. Wunderschöner, zuckrig, süßer, parfümiger, floraler Duft. Ich glaube, alle Duftnasen, die auch so... Holiday Lights, den Luminous, den World of Wonder, wie heißt der denn jetzt hier? A Thousand Wishes! Mein Gott! Also alle, die so parfümige, feminine, pudrige, leicht florale Düfte feiern. Rose Quartz ist dann auch euers. Ja, der ist wunderschön, ne? Der ist auch genau, was ich gerade gesagt habe. Feminin, parfümig, floral, pudrig, sauber, wunderschön. Performance ist der Knaller. Also ich hatte ihn hier, glaube ich, mal im Wohnzimmer an und einmal im Badezimmer. Ich weiß gar nicht, wo habe ich dich denn gedüftelt? Ich glaube, im Wohnzimmer und einmal auch im Badezimmer. Und da habe ich ihn auch richtig gefeiert, weil er so präsent war und wunderschön und, ach ja, also wenn ihr so parfümige Düfte mögt, schaut euch den Rose Quartz von The Candle Daddy an. Wunderschöner Duft. Und dann geht es weiter mit Düften von Manuelas Shop, glaube ich. Ja, das war eben auch alles von Manuelas Shop. Ich weiß gar nicht, ob mein Rabattcode noch gilt, wenn das Video jetzt online kommt. Wenn nicht, guckt einfach mal unten in die Infobox. Falls ja, steht es da unten noch drin. Wenn nicht, ist er leider schon abgelaufen. Aber
nochmal was. So, Smeltes hatte ich auch einiges von ihr bekommen. Und ich muss sagen, ich mag Smeltes. Das ist ja so eine kleine Handmanufaktur aus Belgien, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und die machen schöne Düfte. Bei dem einen war der Räubersmann auch ganz angetan, zeige ich euch gleich. Ich fand den hier wunderschön. Belle La Vie. Das war natürlich eine Inspiration vom La Vie est Belle von Lancôme. Ich liebe einfach La Vie est Belle. Ne? Ich habe ja auch den Luminous hier. Ich finde einfach La Vie est Belle. Ist so ein wunderschöner, femininer, pudriger, floraler, jasminiger, wunderschöner Duft. Und der war auch toll. Den hatte ich hier im Wohnzimmer an. Mein Gott, wie schön, ne? Wenn ihr La Vie est Belle mögt, liebt und irgendwie mehr als davon haben wollt, schaut euch den an. Wunderschön. Oh, den war die so schön. Ich glaube, ich bin ein bisschen hell, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich bin ein bisschen... Kann man es jetzt besser lesen? Ja. Jetzt ist es besser. Oh, Belle La Vie. Wunderschön. Ganz, ganz toll. Dann hatte ich hier den Into You. Das ist, er hat mich sehr stark an den von Calvin Klein, den Into You, erinnert. Hatte ich euch auch in meiner Story gezeigt. Das ist so ein, ach, wie soll man das beschreiben? Also auch sehr parfümig, aber so ein zitrisch, pudrig, vanilliger Duft. Aber auch dabei sehr spritzig und sprudelig, aber trotzdem hat der so was Vanilliges auch noch dabei. Ja, das war so ein richtiger frische Kick. Den hatte ich auch im Badezimmer an. Der ist ordentlich spritzig und sprudelig. Der hat auch gut abgeliefert. Der Into You, wie gesagt, erinnert mich auch wieder an diesen... Der ist auch Into You von Calvin Klein. Ich glaube, der ist genauso. Und dann hatte ich hier noch den, fand der Räuber am schönsten. Und zwar den Relax and Chill. Das war so ein richtig schöner Spa... Entspannungsduft, wie gesagt, du hättest auch in unserem Wellnesshotel riechen können. So richtig schön, so keine Ahnung, krautig, ja, irgendwelche Kräuter waren da drin. Ich weiß es nicht. Oh, der riecht so schön. Das ist einfach ja so ein relaxed Wellnessduft, ne? Ihr kriegt da was Krautiges, was Frisches, bisschen was Wässriges, aber auch so Rosmarin, Thymian, Zitronenmelisse, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, irgendwas Krautiges. Nicht unbedingt nach Sauna, aber es erinnert so ein bisschen daran, einfach so Wellnessbehandlung und diese Cremes, diese wunderschönen und es duftet alles so. Oh. Und so riecht der Relax and Chill. Den hatte ich auch im Bad an, der gehörte einfach hin und ja, den fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, das waren meine Smeltes-Düfte, ich glaube, jetzt habe ich noch einen. Gucken wir uns dann wahrscheinlich nächsten Monat an. Dann, ach noch was, von der lieben Manuela aus dem Shop. Und zwar von Veloutier habe ich ja ein paar Melts hier. Und da teste ich mich jetzt so langsam durch. Und dann gibt es dann auch nochmal einen abschließenden Post zu den Melts. Weil von den Kerzen bin ich ja ganz angetan. Hier hatte ich den Japanese Garden. Hatte ich in meiner Lampe. Das sind halt so eine kleinen Kästchen. Dann ist es hier so eingepackt. Und da drin ist das Melt. Man kann es halbieren, ich habe das aber auch dann nochmal gefüttelt. Das war ein sehr sanfter, sehr cremiger, weißblütiger Duft. Der war sehr sauber, sehr gepflegt, sehr dezent und Understatement. Der war schon edel, den hatte ich auch im Bad an. Ich glaube aber, die Veloutiers brauchen das Teelicht, weil er war schon sehr sanft. Ich mochte das, weil es hat zu dem Duft gepasst, weil er so sehr classy ist. Japanese Garden fand ich schön. Aber wie gesagt, sehr cremig, wie so eine sehr hochwertige Bodylotion. Braucht aber das Teelicht für meine Nase. Könnt mir gerne eure Erfahrungen sagen. Genau, das waren jetzt meine ersten Melts. Ich habe noch ein paar. Testen wir uns Stück für Stück durch und schauen mal, wie die so performen. Ich bin ja so ein großer Fan vom Intimate and Cozy. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, da habe ich auch die Kerze von. Gott, ist der schön. So, gucken wir mal da oben rauf. Dann geht es weiter mit Burchen. Da hatte ich... Was hatte ich denn den? Ich kann mich gar nicht mehr... Buttery Beer Macchiato. Ich glaube, das war für mich ein schöner, bisschen süß, noch süßiger, cremiger Kaffeeduft.
Ja, der war noch so ein bisschen cremig, als wäre noch irgend so ein Sirup mit dabei. Ich weiß jetzt, Buttery Beer, also nach Bier hat er auf alle Fälle nicht gerochen, ne? Den fand ich schön, den hatte ich in der Küche an, das war so ein bisschen so ein cremiger Karamellkaffee, so ein bisschen. Sowas in die Richtung. Und dann habe ich leer gemacht von ihr die Cheesecake-Themenbox. Die war so ein bisschen durchmischt. Ich hatte einige, die haben meine Nase leider gar nicht erreicht. Die waren so ein bisschen, ja, die waberten so. Aber zum Beispiel den, ich glaube, das war der Lemon Cheesecake und der Coffee Cheesecake. Die fand ich, meine Lieben, meine Kamera sagt mir eindeutig, dass ich hier schon zu lange auf euch einschwadroniere. Okay, wir machen jetzt immer weiter. Ja, Lemon Cheesecake und Coffee Cheesecake, das waren meine Favorites aus der Box. Bei den anderen war es so ein bisschen, ich habe auch manchmal gemischt. Frag mich jetzt nicht mehr, was ich mit was gemischt habe. I don't know. Aber diese beiden fand ich richtig, richtig nice. So, mein Gott, machen wir jetzt hier mal ein bisschen voran. Dann habe ich von der lieben Claudi von So Fragrance by Duftmädchen, habe ich einmal eine Custom-Tafel leer gemacht. Die ist noch von 22 und ich muss jetzt mal meine Custom-Tafelze aufbrauchen. Ich hüte die immer irgendwie so, keine Ahnung, was eigentlich dumm ist, weil man muss handmade Düfte, ne? Irgendwie hüte ich die immer, weil ich Angst habe, dass sie alle gehen. Und zwar habe ich da den Almond Cream Maraschino Cherry Butterkeks aufgebraucht. Das war ja der, ich glaube, den hatte ich mit Eva zusammen. Mit Eva? Ach, ich weiß es gar nicht. Doch, mit Eva, glaube ich. Hatten wir versucht, so ein bisschen den Maraschino Sugar Cookie nachzubasteln, ne? Und ich glaube, den hat Claudi den irgendwie auch mal ins Programm genommen. Es ist schon alles so lange her. Ich krieg's nicht mehr richtig auf die Kette. Jedenfalls ist der so ein bisschen den Maraschino Sugar Cookie, könnt ihr das lesen, nachempfunden. Und ja, muss schon sagen, schön, ne? Der ist schon schön. Den hatte ich jetzt, habe ich jetzt mein Täfelchen auch in der Küche aufgebraucht, weil ich war so ein bisschen angefixt. Ich hatte den ja, ne? Das Bar von Setzi war so ein bisschen angefixt und dann habe ich auch noch gleich mein Tiefelchen vorgeholt und das auch noch verdüftelt, ne? Sehr schöner Foodie-Duft. Und dann hatte ich noch, das war auch in einem Überraschungspaket von Caro, mein Gott, Sex on the Beach, Tiki Waikiki Bar, halt auch von Claudi, ne? Ich glaube, es war so eine, mal so eine Kollektion. Oh, ich weiß es nicht genau. Die Claudi macht immer so viele schöne Kollektionen. Ich sehe immer nur diese Farbexplosion und denke so, oh mein Gott. Und das war ein sehr fruchtiger, spritziger, wässriger, sommerlicher Cocktailduft. Den hatte ich in der Küche an. Der war schön. Der hat gute Laune gemacht. Der war auch so ein bisschen spritzig. Habe ich ihn auch nach dem Kochen angemacht, weil der hat einfach, der hat Power gehabt, ne? Da waren zwei so eine Muscheln drin. Eine Muschel hat abgeliefert, ne? So, und dann noch Traumdüfte habe ich auch von der lieben Caro bekommen. Die sind schön. Die sind schön. Ich glaube, die Traumduft Jenny, ich glaube, es ist Jenny. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin ja nicht die große Expertin, was unsere Handmade-Feen angeht. Ne? Da gibt es ja so viele wundervolle Feen, die ja kreativ sind. Und die liebe Jenny, Traumdüfte, hört auf, so wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob sie noch gießt, ob man noch kaufen kann. Wenn euch interessiert, ne, schaut, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich da so ein paar Düfte. Und weil wir hatten uns darüber unterhalten, weil früher war das Wachs anders. Das Wachs hat mir früher gar nicht gefallen und irgendwie hat sie jetzt das Wachs geändert gehabt. Und ja, dann habe ich so ein bisschen was zum Testen bekommen, weil Caro hatte in der Custom zugeschlagen, die es da gab. Und ich kriege die jetzt, glaube ich, nicht mehr alle auseinander, wie wer irgendwie gerochen hat. Ich hatte einmal Frappuccino Vanilla Cake Pop, Cupcakes at Tiffany Hot Cocoa und Starbucks Coffee. Und dann hatte ich einmal Fresh Croissant Cupcake at Tiffany's Fresh Baked Bread. Also so eine süßen, foodigen Kaffeedüfte, ne? Machen wir kurz. Hatte ich drei Stück und ich fand alles schön, aber das hier, diese Mischung, also falls es euch interessiert, diese Mischung fand ich einfach nur wundervoll. Da, also die war klasse. Nur, ne, es ist jetzt, wie gesagt, die hat Caro sich ausgedacht, nicht ich, aber ich fand die klasse. Die war ganz, ganz wundervoll. Die kann ich euch nur empfehlen. Die anderen war auch schön, aber das war mein Favorite. Und dann habe ich jetzt gerade an Bum Bum.
Das ist von der Bum Bum Cream. Ich muss aber sagen, vielleicht habe ich zu viel genommen. Ich finde den ganz schön, der ist ganz schön präsent. Ich hatte jetzt 3 so eine Tafelstücke, vielleicht hätte ich nur, also 3 so eine, es ist wie so eine Schokotafel, mein Gott, wie so eine Schokotafel gegossen und da habe ich halt 3, also eine so eine Reihe, ne? So 3 so Karos. Ich glaube, es hätten 2 gereicht. Ich habe den im Teelicht und ich denke, ich finde den ganz schön intens, ne? Da, ich glaube, der hätten 2 einfach gereicht und der wär alle Duty gewesen. Der ist mir auch ein bisschen zu sauber. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich den richtig feiere, weil ich ja auch die Body Sprays so liebe. Aber irgendwie ist der mir einen Tacken zu seifig, ein bisschen zu drüber. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein bisschen zu viel reingemacht habe. Aber ist immer viel hilft viel, ne? Ist immer so mein Motto, ne? Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Kann man jetzt so oder so sehen. Ja, jedenfalls sehr schöne Düfte. Habe ich schon einiges hier in meiner Lampe gehabt. So, meine Lieben, wir sind fertig mit den Wax-Wax-Wax-Wax-Wilds. Ich muss aber trinken, ich war völlig fertig hier mit den Nerven. Und die Aufgebrauchts, ihr glaubt es aber nicht, aber ich habe auch ein bisschen mal Angst vor den Aufgebrauchts, weil es ist immer sehr viel Reden und sehr viel, ne, ihr wisst Bescheid. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Danach könnte ich immer so ein Nickerchen machen. Ne? Ich habe zwar keine Zeit für ein Nickerchen, aber ich könnte es machen. So, ich zeige euch meine aufgebrauchte Kerze und dann habe ich euch noch die Düfte mitgebracht, die Kerzen, die diesen Monat inflationär oft unter meinem Warmer standen und mir ist irgendwie aufgefallen, jetzt, ich dachte, ich hätte nicht so viel. Jetzt habe ich aber einige für euch rausgesucht. Also, wir versuchen das jetzt hier mal ein bisschen schneller zu machen, ne? Damit wir hier vorankommen. So, ich habe den Cozy aufgebraucht. Den habe ich gleich abgefackelt, nachdem ich euch mein Kuscheldüfte-Video hochgeladen habe. Schaut da ja rein, ihr habt es gewollt. Ich habe es euch abgedreht im Schweiße meines Angesichts. Ne? Und da habe ich jetzt den Cozy, den Calm and Cozy, danach abgefackelt. Einfach, weil ich habe so viele Kuscheldüfte, da müssen wir Platz schaffen. Und ich finde den Calm and Cozy schön. Das ist ein parfümiger, kuscheliger, leicht holziger, so ein bisschen muffiger Kaschmir-Kuschelduft, so typical Goose Creek-Kuschelduft. Schön, aber habe ich auch ein paar so in der Richtung und dachte mir, ach komm, den brauchte da eine Kerze in meinem Ensemble, ne, was ich abbrennen kann. Ich brenne ja auch Kerzen ganz gerne ab. Ne, ich finde das ja auch irgendwie ganz schön und dann abends und dann hast du so dieses Ambiente. Ich bin da eigentlich ein Freund von. Sie müssen natürlich gut abbrennen und sie müssen auch ein bisschen performen, weil ich will ja auch abends den Duft haben. Das war natürlich ein sehr kleines Glas. Der hat jetzt hier in meinem großen Wohnzimmer nicht so die große Chance zu scheinen. Diese kleinen Gläser kommen schöner raus in kleineren Räumen. Da sind die aber auch wirklich wundervoll. Aber ich habe ihn so ganz dezent wabern gemerkt. Und abgebrannt ist der auch top. Also der ist runtergebrannt. Also da habe ich jetzt auch nicht irgendwas mitgemacht. Ich habe ihn hingestellt und angezündet. So. Jetzt kommen wir zu den Düften, die ich unter Murma hatte. Ganz kurz zu dieser Kerze, die hatte ich im Schlafzimmer die erste Hälfte des Februars immer in meinem Schlafzimmer an, eigentlich einfach, weil ich da diesen Duft liebe und wunderschön finde. Und zwar von Bath & Body Works, die Cinnamon Spiced Vanilla. Der ist einfach so gemütlich und kuschelig und heimelig. Das ist ein süßer, milchiger, ganz leicht würzig-zimtiger Duft, aber wirklich nur ganz dezent, der ist eher so milchig und kuschelig und gemütlich. Man sieht ja auch null Docht mehr. Kann man das erkennen? Kann ich scharf stellen? Ich habe auch schon mal was abgegossen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich habe schon mal was abgegossen und ich befürchte, ich muss jetzt auch wieder was abgießen. Also ich denke, die Kerze wird nicht mehr so lange hier bei mir überleben, einfach weil ich den Duft im Schlafzimmer wunderschön finde und ihn da genieße und der ist schön. Performance eher so unteres Mittelfeld. Der im Wohnzimmer nämlich, die nicht so gut war, im Schlafzimmer kommt die bei mir viel schöner raus. Also im kleineren Raum kommt die besser raus, finde ich. Dann habe ich diesen Duft sehr häufig unter meinem Warmer gehabt. Habe ich euch auch in meinem Post erzählt. Und zwar vom Milk House Candle, den Buds and Berries. Das war ja so eine kleine Überraschung für mich.
Ich hatte ihn euch ja auch schon in meinem Geschenketrends-Video gezeigt und so von ihm geschwärmt. Und ich muss sagen, ich finde ihn einfach so schön. Am Anfang dachte ich, Berries und ich. Aber ich finde ihn toll. Ich hatte ihn auch zum Valentinstag unter meinem Warmer. Das ist einfach so ein richtig schöner, süß, beeriger Duft. Aber auch so ein bisschen was Spritziges mit dabei. Und dann hat er einfach so diese Blüten, vielleicht auch so ein bisschen was Rosiges, so ein bisschen was Sprudeliges. So ein bisschen vielleicht in die Richtung vom Pure Wonder, aber nicht ganz so penetrant. Ich finde den klasse. Ich finde den wunderschön. Der performt, Leute. Unter einem Warmer braucht euch keine Gedanken machen. Ne? Der grüßt euch fröhlich. Also der ist da. Der Button Berries. Große Überraschung für mich. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn wunderschön und hatte ihn jetzt sehr häufig schon unter meinem Warmer. Deswegen wollte ich ihn euch hier jetzt nochmal zeigen. Und dann hatte ich auch häufiger jetzt, einfach weil das Wetter so perfekt zu ihm passt, weil man nicht genau weiß, was ist jetzt. Ist es jetzt nun Frühling oder ist es jetzt noch Winter? Hatte ich oft von Goose Creek den Candied Rose Cake unter meinem Warmer. Ich finde den toll. Ich finde den toll. Ich glaube, der kam ja schon vor 2 Jahren raus. Oh mein Gott. Man sieht hier auch gar keine Dochte mehr. Also den hatte ich schon öfter an. Das ist auch so ein Powerhouse. Heidewitzka, der ist auch da. Und das ist einfach ein foodiger, cremiger, süßer Rosenduft. Aber wirklich, nee, eher so Rosenblätter, so rosane, zuckrige Rosenblätter mit ganz viel Vanillekuchen und da oben drüber ist wirklich nochmal so eine glasierte Schicht. Also der ist Hallöchen. Und da steht, glaube ich, auch in der Duftbeschreibung Zimt oder Zimtzucker. Und ja, irgendwas ist da noch so ein bisschen was drückend Schweres, aber nicht im Negativen, sondern der gibt dem Ganzen noch so eine gewisse Tiefe irgendwie, so ein bisschen sowas Geerdetes. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber man riecht, dass da noch irgendwas, was ihm noch so ein bisschen mehr Tiefe, so ein bisschen mehr Volumen gibt. Wundervoll. Und er geht sehr in die Richtung vom Petal Paws von Scentsy. Der war Valentinstag von vor 3 Jahren. Ich habe auch ein Bar hier, das horte ich. Der kommt auch wieder als Bring Back My Bar, der Duft im Übrigen. Also, wenn ihr den mögt oder den anderen kennt oder hin und her, die beiden sind sich sehr ähnlich. Nur mal so, just saying, ne? Also, ich liebe den Candied Rose Cake und ich bin so froh, dass er in meiner Sammlung ist. Es gibt ja immer diesen Rose Petal Icing und den Candied Rose Cake. Ich bin eher in dem Team. Ich habe den Rose Petal Icing, den habe ich auch schon mal in 3 Dochter leer gemacht. Einfach zu oft. Zu oft und in zu vielen verschiedenen. Ich habe den schon so oft getüftelt. Der ist momentan mein Liebling. Vielleicht kommt der andere mal wieder, wenn ich mich ein bisschen mehr dran gewöhnt oder entwöhnt habe. Momentan Candied Rose Cake. Wundervoll. Wundervoll. Und Packaging ist natürlich auch der Kracher, ne? So, und jetzt kommen wir endlich mal zu Village Candle. Heidewitzka. So, jetzt habe ich noch ein paar Village hier für euch. Jetzt machen wir mal ein bisschen schneller. Ich zeige euch nochmal einfach, weil ich ihn wieder oft unterm Warmer hatte und ich ihn liebe und euch gar nicht oft genug zeigen und empfehlen kann. Von Cheerful Le Cashmere. Ein wunderschöner Kaschmirduft, parfümiger Kaschmir mit so einer hell spritzigen Bergamottennote. Und wie gesagt, diesem leicht künstlichen Malermoment. Aber ich weiß, ihr habt mir geschrieben, ihr habt euch den auch geholt und wisst, was ich jetzt mit dem Malermoment meine. Der hat so eine gewisse Künstlichkeit, die einfach nur genial ist. Wunderschön. Das ist mal ein anderer Kuschel-Kaschmir-Duft und ich liebe ihn heiß und innig. Performance ist solides Mittelfeld. Dann hatte ich inflationär auf die 2. Februarhälfte immer in meinem Wohnzimmer an. Der ist ja auch schon ein bisschen mitgenommen. Der Lilacs in Bloom. Ihr könnt euch hier umsehen, hier unten fehlt schon was, weil der einfach komplett flüssig war des Öfteren. Weiß gar nicht, doch, sieht man auch nicht mehr. Also ja, ich glaube, der hat jetzt eigentlich schon fast hinter sich, dieses kleine Baby. Weil ich ihn so oft, meine Lieben, es wird wirklich Zeit, dass wir dieses Video beenden. Meine Kamera hat wirklich keine Lust mehr. Also, der Lilac in Blooms. Es ist ein wunderschöner, wässriger, leichter,
Flederduft. Ich liebe ihn, klar, sonst hätte ich ihn auch nicht den halben Monat unter meinem Warmer gehabt. Und wie gesagt, der kommt so schön raus, der ist so wunderschön. Und ich überlege jetzt wirklich, ob ich von dem noch das große Glas brauche, weil, ja, ich habe die Befürchtung. Also ich werde ihn jetzt noch einmal, man kann es die Glocken schon ganz gut sehen, ne? Ich werde ihn jetzt noch mal abgießen. Aber ich habe die Befürchtung, dass der fast durch ist. Ne? Ich hoffe, dass ich hier unten noch ein bisschen was rausholen kann. Aber ja, der hat auch wirklich halber Monat. Ne? Für so ein kleines Glas ist schon Wahnsinn. Ah, der ist so schön. Ne? Oh, wenn ihr auch Fliederdüfte mögt. Ach, so schön. Ich liebe Flieder. Einfach so dieses frische Luft und Flieder. Wunderschön. Ich will immer Fresh Lilac sagen, aber es ist der Lilac in Blooms. Wunderschön von Cheerful Candle. Und dann habe ich hier noch, zeige ich euch zwei von den neuen Chifo-Düften, die jetzt neu erschienen sind. Die anderen habe ich euch auch schon in meiner Story gezeigt. Ne? Also wie gesagt, folgt mir da immer und schaut, was ich dazu zu sage, weil sonst wird es jetzt hier echt zu lang. Ne? Einmal habe ich euch mitgebracht Pistachio und Honey und einmal auch noch den Parisian Café. Wir machen auch noch mal ein Video, da zeige ich euch all meine Chifo-Düfte. Kommt. So, die beiden, genau. Ich muss sagen, ich finde die schon sehr ähnlich. Braucht man beide? Wenn man aber so eine Düfte mag, ja, kann man sich auch beide holen. Also ich bin froh, dass ich beide hier habe. Ich finde aber, glaube ich, den Parisian Café einfach noch ein bisschen schöner, einfach weil das Label so schön ist. Ich zeige es euch mal. Das ist das gute Stückchen. Und Cheerful. Und es ist einfach ein süß-cremiger Teeduft. Ich finde, der hat ein bisschen was von Fruchtjoghurt. Ich weiß gar nicht, welche Frucht. Einfach so diesen leicht cremigen, fruchtigen Joghurt-Moment. Und dann aber auch so was frisch-teiges, so ein bisschen auch was Gebäckiges. Eigentlich vielleicht Joghurt, vielleicht so ein Teig. Noch so ein roher Teig. Vielleicht ja auch, hier ist auch, glaube ich, Croissant oder so. So ein roher irgendwie Teig. So ein bisschen süß, aber auch noch nicht ganz ausgebacken. Oder so kurz davor, noch so ein bisschen klitschig. Und dann dieses Teige. Und einfach so cremig und süß und lieblich. Und der ist yummy. Und es ist so ein richtig schöner Foodie-Teeduft für den Frühlingssommer. Weil der halt so ganz leicht und beschwingt ist. Unter der Arsch kommt der toll raus. Also kann ich nicht meckern. Sehr, sehr schöner Duft, ne? Mag ich sehr gerne. Der Parisian Café und einfach auch das Label, ne? Wunderschön. Und als zweites oder als letztes der Pistachio and Honey. Da ist er. Ist wieder so hell. Was ist denn heute los? Die Sonne ist hier am Start, meine Lieben. Mein Gott, kommt sie etwa zurück? Ich kann es ja gar nicht fassen. Auch die Wachsfarbe finde ich hier so schön, ne? Und der ist... Ja, vielleicht ist doch, der ist so ein bisschen mehr... Also die sind schon ähnlich, aber hier kommt vielleicht noch so ein bisschen mehr was Nussiges durch. Der ist noch so ein bisschen schlotziger, cremiger, süßer. Oder vielleicht so dieser leicht drüber Moment vom Honig. Aber auch sehr rund, sehr cremig, sehr gefällig, sehr süß, nussig, sämig. Aber auch nicht so schwer. Ich glaube, so durch den Honig bekommst du diese Süße so ein bisschen sowas Helles, sowas Hellsüßes. Macht das Sinn? Schön, sehr, sehr schön. Ich hatte diese kleinen Gläser, stelle ich mir einfach immer unter die Beacon und da liefern die toll ab. Ich habe jetzt schon drei kleine Cheerfuls da drunter gehabt und alle drei haben da toll drunter performt. Stellt die einfach unter eure Beacon und dann habt ihr da Duftvergnügen, wenn ihr die Düfte erstmal antesten wollt. Ne? Ja, sehr, sehr schöner Duft. Ich bin, ja, wie gesagt, so ein bisschen addicted mit den Cheerfuls momentan, aber ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ne? So, meine Lieben. Das war's. Das waren, Halleluja, meine aufgebrauchten und angedüftelten Düfte für den Monat Februar. Eieieiei, das war jetzt aber doch ganz schön lange und ganz schön viel, oder? Was sagt ihr? Also ich bin jetzt ein bisschen kaputt.
Erzählt mir sehr gerne, was ihr von meinen Düften haltet. Ihr kennt das ja schon, ne? Erzählt mir sehr gerne, was ihr von meinen Düften haltet. Ob ihr vielleicht auch was Ähnliches so gefeiert habt wie ich oder eben nicht. Was vielleicht euer Liebling im Monat Februar war. Wir quatschen einfach so ein bisschen über unseren Duftmonat Februar, würde ich sagen, ne? Okay, meine Lieben, dann passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch nicht stressen, lasst es entspannt angehen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.